Moin, moin, ihr da draußen. Nach einiger Zeit will ich mich auch mal wieder melden. Aber wie es so ist, ihr habt euch ja auch alle ziemlich rar gemacht. Das sind nur ein paar, die kommen. Das ist Boris, Onkel, da ist Bombardonius, da ist Alex, Eaglepipe 44. Es ist ja auch wenig. Vielleicht fehlen euch auch die Themen, vielleicht habt ihr auch keine Zeit, ich weiß es nicht, aber. Es wäre schön, wenn man wieder mal ein bisschen was zu sehen kriegt. Wer unheimlich aktiv ist, das ist natürlich die amerikanische Community, aber die deutsche ist im Moment ein bisschen knapp. Ich muss aber auch zugeben, ich weiß auch nicht immer, was soll man da erzählen, zumal pfeifenmäßig, ich habe hier meine alte Peterson. Das ist, glaube ich, ist eine Sherlock Holmes. Brauche ich gerne. Habe ich auch schon lange. Habe ich mal bei Sommer in Krusau in Dänemark gekauft, vor vielen, vielen Jahren. Und da drin habe ich den Tabak von DTM, den Patriot's Flake. Der wurde auch von einem von euch vorgestellt. Schmeckt mir unheimlich gut. Verlangt kein Review von mir. Denn in puncto Tabak hänge ich mich eigentlich an euch dran. Ich höre mir an, was ihr über Tabake zu sagen habt und wie er euch schmeckt, wie er euch gefällt. Und wenn sich das gut anhört, dann besorge ich mir den auch. Aber ich bin keiner, der jetzt losläuft und sagt, Mensch, da ist der, da ist der. Kauf mal, probier mal aus und mach mal ein Review, weil da bin ich irgendwie nicht fit genug oder... Ich denke, dann mache ich irgendwelche Fehler und erzähle was und dann stimmt das gar nicht. Und das ist wahrscheinlich wie bei den Leuten, die Wein kaufen und keine Ahnung haben, so wie ich. Da gibt es halt nur, schmeckt mir nicht. Und genauso ist das auch mit den Tabaken. Aber eure Ratschläge und eure Besprechungen, die haben bis jetzt immer den Punkt getroffen, wo ich sagen kann, prima, das ist genau das. Ja, ich habe mich länger nicht gemeldet. Ich wollte letzten Donnerstag schon ein Video machen, aber da schlug die Defekthexe zu. Mein Laptop kachelte völlig ab, also der war völlig da nieder. Irgendwas war wrong. Und mich würde jetzt jeder Computerfachmann fragen, was hast du gemacht? Und dann kommt die Standardantwort, nix. Und dann würde der sagen, was hast du denn vorher gemacht? Würde ich auch sagen, nix. Aber irgendwas habe ich gemacht. Ich glaube, ich wollte irgendwas installieren, irgendwie ein Codec oder so. Und da irgendwie hat der Junge mir das übel genommen, sodass ich also die Nacht von Donnerstag auf, oder die halbe Nacht von Donnerstag auf Freitag beschäftigt war, ihn völlig neu aufzusetzen. Und das klappte auch nicht so richtig. Und dann habe ich also im Grunde genommen das halbe Wochenende gebraucht. Und jetzt sind alle Programme und alle Daten, die ich vorher zum Glück gesichert hatte, wieder drauf und er läuft und er macht wieder das, was er soll. Und er ist also wieder im Grunde genommen, er war dann nach dem Aufsetzen richtig wieder jungfräulich. Und naja, und dann waren die üblichen Fehler mit Treibern und so. Und das musste man dann auch alles. Aber jetzt läuft es wieder. Und dann konnte ich mir also heute Abend die Kamera anstecken und konnte sagen, na gut, nun mache ich ein bisschen. Hier ist übrigens der obligatorische Tee. Ja, was gibt's zu erzählen? Wie gesagt, die Pfeife, eine neue habe ich nicht. Kriege ich erstmal auch nicht. Angekündigt sind ein, zwei Pfeifen. Meine Frau und ich haben jetzt gestern für diesen Sommer unseren nächsten Urlaub geplant und alles schon gebucht. Den Flug, das Auto, die Hotels, weil die Tour, wir wissen ungefähr, wo es lang geht und wo wir hinwollen. Es geht mal wieder nach Irland und da werde ich dann wieder ein, zwei kleine Tabakläden abklappern, wobei man Tabak da ja nicht kaufen kann, der ist so sauteuer. Aber ich will da mal natürlich auf die Peterson-Yacht gehen. Und natürlich die letzten ein, zwei Tage vor dem Rückflug in Dublin, da ist natürlich wieder Pflichtbesuch der Peterson-Shop.
Und da freue ich schon. Im Auge habe ich vielleicht diese, wie heißen die, Dracula oder so, die mit dem roten Mundstück. Mal sehen, oder irgendwas Schönes werde ich schon mit nach Hause bringen. Ich möchte gerne zwei Pfeifen. Ja, aber wie gesagt, da hängt dann auch von meiner Frau ab. Und das müssen wir auch mal sehen, wie das hinkommt. Aber das ist eigentlich das, was ich mit Pfeifen so geplant habe. Ja, ich hatte beim letzten Mal Bücher vorgestellt, und zwar die Mark Twain-Bücher, die ich habe. Und ich kriegte auch einige Rückmeldungen von euch, dass einige sehr interessiert waren. Da dachte ich mir, ich stelle heute mal wieder ein paar Bücher vor, und diesmal ein paar Bücher, aber die sind alle von einem einzigen Mann, und zwar sind die von Samuel Pepys. Samuel Pepys lebte in England von 1633 bis 1703, und er war Schreiber im Marineamt und wurde dann später befördert oder bekam den Job als Organisator und Chefeinkäufer für die britische Flotte. Er hat sich also da richtig reingefuchst. Das war für ihn auch eine Gelegenheit, durch Bestechungsgelder und Schmiergelder, also dann reicher Mann zu werden. Aber er war der Erste, der die britische Marine richtig organisiert hat, und vor allen Dingen auch er war der Chef des Beschaffungsamtes, so könnte man das nennen, der dafür gesorgt hat, dass die Schiffe perfekt ausgerüstet waren. Er konnte auf den Penny genau berechnen, wie viel brauchen wir um die Flotte in See zu schicken, wie viel Geld, auch welches Material und so weiter. Und dieser Mann hat von 1. Januar 1660 bis zum 31. Mai 1669, akribisch Tagebuch geführt. Diese Tagebücher hat er verschlüsselt geschrieben, konnte niemand lesen. Das bedeutete aber auch, dass er wirklich genau schreiben konnte über die Streitereien mit seiner Frau, über Querelen im Marineamt oder auch vorher. Er hat genau beschrieben, die Rückkehr von Karl dem Zweiten aus dem Exil, die Inthronisierung von Karl dem Zweiten. Er hat also genau die politischen, Zustände zu dieser Zeit beschrieben. Jeden Tag, also ein richtiges Tagebuch. Es fängt an, wie er morgens aufstand und wie er abends zu Bett ging und was er den ganzen Tag über erlebt hat. Und zwar völlig ungeschminkt sind diese Bücher. Er hat sie dann vor seinem Tode, er hatte eine riesen Buchsammlung, 3.300 Bücher der britischen Nationalbibliothek vermacht, und darunter waren auch die Tagebücher, aber die blieben, weil sie keiner lesen konnte, hat sich niemand drum gekümmert, die blieben also ewig lange unentdeckt, bis sie dann 1818 wieder auftauchten in dieser Bücherei. Aber da konnte auch kein Mensch was mit anfangen, weil er sie in einer eigenen Kurzschrift geschrieben hat. Und 1825 hat sie dann ein Studenten, Theologiestudent namens Jonathan Smith, hat es dann geschafft, diese Bücher zu entziffern. Und dann sind nach und nach einige Tagebücher veröffentlicht worden, wobei man sie nur einzelne Bände veröffentlicht hat, weil er hat dann auch später, das soweit bin ich eigentlich nicht, bin eigentlich erst beim zweiten Band im Jahr 1661, nachdem seine Frau gestorben war, hat Samuel Pepys dann auch auf seine amorösen Eskapaden eingegangen, auf seine Bestechungen und so weiter und Durchstechereien, die er gemacht hat. Er schreibt also wirklich bis ins Kleinste. Und diese Tagebücher, die gibt es jetzt als deutsche Ausgabe. Ich weiß gar nicht, wann die Ausgabe erschienen ist. Da muss ich einmal kurz nachschauen.
Die ist also von 2010, ist sie die erste Auflage erschienen. Das sind die kompletten Tagebücher. Und sie sind sehr, sehr teuer. Sie kosten also 180 € und die Ausgabe, die ich habe hier, die ist vom Verlag, einmal nachschauen, im Haffmanns Verlag, die gibt es bei 2001 für 99 € und die sind jeden Cent wert. Sie sind schön gemacht. Es sind Taschenbücher oder broschierte Bücher. Es sind die 10 Bände. 10 Bände plus ein Zusatzband, ein Kompendium. Da ist also drin Kommentare, dann Zeitleistung, Personenregister mit den dementsprechenden Fotos. Diese Bände sind also ganz toll gemacht und für jedes Jahr, das er geschrieben hat, ist es ein Band. Das Ganze ist in einem Schuber. Ich stopfe die mal alle da rein. Dann kann man das. Ach nee, das geht auch so. Bei 2001 war es ein bisschen schlecht zu sehen. Hier ist übrigens Samuel Pepys abgebildet. Wenn man diese Bücher liest, ich lese also jetzt zur Zeit 1661. Es ist faszinierend, hier zu sitzen. Und ein Mann hat 10 Jahre seines Lebens aufgeschrieben. Er hat übrigens nur diese 10 Jahre, weil laut Beschreibung hat er am 31. Mai aufgehört zu schreiben, weil er seine Augen nicht überanstrengen wollte, weil er Angst hatte zu erblinden. Aber um darauf zurückzukommen, diese Bücher sind so faszinierend, weil man bekommt richtig einen Einblick in einen ungeschminkten Einblick in das Leben und während der Restaurationsphase um 1660, dann wie gesagt bis 1670 in England. Und er schreibt auch völlig normal, also da wurde dann Cromwell hingerichtet und nee, Cromwell, Entschuldigung, Cromwell starb, aber einige Zeit später hat man ihn ausgebuddelt und hat ihn dann nachträglich gehängt und gevierteilt und seinen Kopf auf eine Stange. Und das beschreibt er so ganz lakonisch. Er ging also ins Parlament und im Saal war die Stange, da war dieser Kopf von Cromwell drauf. Aber ohne überhaupt irgendwie das Besonders ist so in einem Nebensatz. Und dann beschreibt er, wie er in einen Krug geht und was er da isst, was er trinkt, wen er trifft. Und dann geht er wieder ins Amt und da war nicht viel zu tun. Also ging er in die nächste Kneipe und so beschreibt er oder seine Häuslichkeiten, wie die Handwerker sind. Er beschreibt, wie die in seinem Haus die Treppe einbauen und den Schmutz und den Dreck oder wie er das Dienstmädchen verprügelt, weil die nicht das machte, was er wollte. Also ich habe noch nie ein Buch gelesen oder sagen wir mal ein geschichtliches Buch, das aus der Sicht der damaligen Zeit, wo einer seine Erlebnisse aufschreibt, ganz akribisch. Wie gesagt, ich kann diese Bücher nur empfehlen. Wer an sowas interessiert ist, der sollte wirklich mal sich im Internet oder so bei 2001 gucken, dass er die noch kriegt. Es lohnt sich. Es ist vielleicht nichts, was man so nun an einem Stück hintereinander wegliest, wie Mark Twain zum Beispiel oder einen Thriller und so weiter. Man nimmt es sich mal vor, liest mal ein paar Seiten, ein paar Tage im Grunde genommen und wundert sich nur, wie die Menschen damals leben konnten. Wobei man natürlich sagen muss, er beschreibt nicht, dass England, also London in diesem Falle, den meisten Teil in London, er beschreibt natürlich auch, wenn er woanders hinfährt, wie die armen Leute lebten.
Er ist ja relativ gut situiert und es geht auch ganz viel um Geld, dass er verdienen will und wie er Geld verleiht gegen Zinsen und so weiter. Aber wen das interessiert, der sollte da wirklich mal zuschlagen. Ja, das war's eigentlich. Beim nächsten Mal, ich habe da noch einige interessante Bücher über den Dreißigjährigen Krieg und über Napoleon und Russland. Ich bin unheimlich interessiert an geschichtlichen Büchern. Da kann ich also auch noch einiges vorstellen. Weil Thriller und Krimis und sowas habe ich auch zuhauf. Aber das erfahrt ihr ja auch in jeder Buchhandlung und so weiter. Es sei denn, mir fällt mal was ganz Gutes ein, dann werde ich auch mal darüber reden. Ja, mehr habe ich nicht. Wenn sich was mit Tabak und Pfeifen ergibt, dann werde ich mich schon melden. Ach ja, am Donnerstag fahre ich nach Hamburg. Vielleicht schaffe ich das mal, in irgendeinen Tabakladen zu gehen und mal nach dem Tabak zu gucken, den ihr so vorgestellt habt, den ich noch nicht habe. Das muss ich mal sehen. Bis dahin erstmal, bleibt alle gesund, genießt eure Pfeifen, genießt euren Tabak. Boris und alle anderen, ich benutze deinen Satz. Bleib mir gewogen, bleib Tabak gewogen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, Boris. Bis dann. Tschüss.